unterwegs mit einem Luxuskreuzfahrtschiff. Ilja Marojevic ist immer in Bewegung. Der 39-jährige Kroate ist Hoteldirektor auf dem Flusskreuzfahrtschiff Riverside Debussy. Er weiß, wie viele Gäste erwartet werden, welche Speisenfolge der Küchenchef plant und gibt Sonderwünsche an die Zimmermädchen weiter. Alle Fäden laufen bei ihm zusammen. Sabine, kann ich dich kurz sprechen? In wenigen Minuten wird das Schiff zu seiner Jungfernfahrt aufbrechen. Die 6-tägige Reise führt von Brüssel durch die Provinz Zeeland nach Amsterdam. Das Schiff fährt über Nacht, sodass die Gäste jeden Morgen in einem anderen Hafen aufwachen und von dort die Stadt besichtigen können. Wie die drei Türme von Gent, den neuen Hafen von Dordrecht, die Erasmusbrücke in Rotterdam und die Grachten in Amsterdam. Vorher kontrolliert der Hoteldirektor jedes Detail. Immerhin handelt es sich um ein Luxusschiff, das nach eigenen Angaben 6 Sterne hat. Eine ausgedachte Kategorie, weil man hier eigene Maßstäbe setzen will. 55 Crewmitglieder sorgen für maximal 110 Gäste. Die Gäste, die erwarten viel und wir liefern auch. Es freut uns natürlich immer wieder, wenn wir sogar noch mehr als sie gedacht haben. Viele von unseren Gästen sind ja Gäste, wo reisen in den schönsten, besten Regionen, Hotels der Welt. Und dann heißt es endlich, Leinen los. Okay, Front, Lego, Lego an der Front. Doch statt knallender Korken und Konfettiregen verläuft das Ablegen auffallend geräuschlos für eine Jungfernfahrt. Flusskreuzfahrtexperte Oliver Schmidt weiß warum. Er ist auch an Bord und will sich ein Bild des frisch getauften Schiffes machen. Jungfer ist eine gemogelte Jungfer bei diesem Schiff. Wir wollen nicht so genau nachgucken, aber sie ist tatsächlich schon einmal getauft worden auf den Namen Crystal Debussy. Das war 2018, da ist sie für die japanische Luxusreederei Crystal, nachdem sie gebaut wurde, in Fahrt gegangen. Aber die hat leider die Pandemie nicht überlebt. Besonders voll ist das Schiff nicht. Die Reederei hat einige Journalisten eingeladen. Als zahlende Gäste gibt es nur eine Handvoll betuchter Amerikaner. Eine wichtige Zielgruppe für den relativ neuen Markt der Luxuskreuzfahrer. Karen Chamberlain und Kim Bennett aus Louisiana wollten sich für ihre erste Flusskreuzfahrt richtig was gönnen. Wir beide feiern unseren runden Geburtstag. Wir sind Freundinnen seit Kindertagen und wollten etwas Besonderes machen. Wir haben die Reise ausgewählt wegen des angebotenen Luxus und sie wird ihrem Ruf bisher gerecht. Wir sind sehr begeistert. Das Schiff ist bis 2018 in Wismar für rund 50 Millionen Euro gebaut worden. Eine stattliche Summe. Denn ein Standard-Flusskreuzfahrtschiff kostet sonst um die 15 bis 20 Millionen Euro. Auf 135 Metern Länge finden sich hier 55 Kabinen mit mindestens 18 Quadratmetern. Bis hin zur 70 Quadratmeter Suite mit Wohnzimmer, 2 Bädern, 2 Schlafzimmern und begehbarem Kleiderschrank. 8 Tage in der billigsten Zimmerkategorie mit Vollverpflegung und Getränken gibt's hier ab 2.908 Euro pro Person. Ultraluxus nennt sich das. Neuer Eigner des Schiffs ist Gregor Gerlach. Der Hamburger Hotelier hat es nach der Insolvenz des alten Betreibers nach eigenen Angaben recht günstig übernommen. Ich bin Hotelier von Beruf und auch mit Leidenschaft. Aber meine andere Leidenschaft sind Boote und so ein Flusskreuzfahrtschiff ist ja ein schwimmendes Hotel. Und die Idee, das Hotel fährt mit, mitten durchs Land, hat uns fasziniert. Und ja, so sind wir dann bei dem Thema Flusskreuzfahrt hängen geblieben. Ob das Luxussegment am deutschen Markt Kunden findet? In der Vergangenheit ist dieser Versuch schon 2-mal gescheitert. Am deutschen Markt wird eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten sein, damit dieses Schiff Akzeptanz findet, nicht nur dieses Schiff, sondern die ganze Flotte und dieses neue Level an Flusskreuzfahrt. Wenn ich mehrere tausend Euro bezahle, warum fliege ich dann dafür nicht um die halbe Welt, sondern warum mache ich dann, was ja dank der Pandemie etwas populärer geworden ist, Urlaub vor der Haustür?
Auf Europas Flüssen kommen 37% der Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut einer neuen Studie der Universität Passau geben die durchschnittlich 1.139 Euro pro Person aus, also 175 Euro pro Nacht. Die meisten Gäste, 42%, kommen aber aus Nordamerika. Deren Reisekasse ist vergleichsweise prall gefüllt. Sie investieren mit 3.972 Euro mehr als das Dreifache für eine Woche. Im Durchschnitt 477 Euro pro Nacht. Zum Beispiel auf so einem Luxusdampfer wie der Riverside Debussy. Der Anspruch von internationalen Gästen, das heißt immer amerikanisch dominiert, ist halt ein völlig anderer, wenn sie eine Flusskreuzfahrt in Europa machen, denn das ist für die ein Exot. Das ist der Jahresurlaub und deswegen interessiert es sie eigentlich gar nicht, wie teuer das ist. Und in der kurzen Zeit, die sie nur Urlaub haben, sind sie eben auch bei den Nebenkosten bereit, sehr tief in die Tasche zu greifen, während der Deutsche da eben doch schon mal ein bisschen genauer den Euro umdreht. Auf Flusskreuzfahrt gehen bisher vor allem Gäste 65 plus. Doch die Branche hat eine weitere neue Zielgruppe im Blick. Auf dem Rhein verkehrt seit 2022 die MS Sena, die mit Werbeclips wie diesem Familien ansprechen will. Mit 28 Quadratmeter großen Familienkabinen für bis zu 5 Personen für 514 Euro pro Nacht. Zwei Erwachsene mit zwei kleinen Kindern zahlen hier zusammen also 3.598 Euro pro Woche. Dafür gibt's Spielmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Fitness, Sauna, Spa und einen beheizten Außenpool. Ist das die Zukunft auf dem Fluss? Dass Familien in großen Mengen Flusskreuzfahrten machen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen, weil es einfach immer ja dabei bleiben wird, dass man rausgeht, irgendwas besichtigt, egal was es nun ist, und dabei Pflaster treten geht. Dennoch, nach schwierigen Jahren geht es für die Branche aufwärts. 2023 waren 1,22 Millionen Passagiere aus aller Welt auf europäischen Flüssen unterwegs, Tendenz steigend. Vielerorts wird's da langsam eng, weil immer mehr Schiffe dazukommen und es nicht mehr genügend Anleger gibt, liegen die Flusskreuzfahrtschiffe im Hafen immer öfter nebeneinander als Paket. Balkonkabine mit Ausblick, ade. Dann bin ich tatsächlich die ganze Zeit mit meiner Kabine eingepfercht zwischen zwei Schiffen und mein Blick geht vor das Fenster meines Nachbarn und der ist mir unter Umständen tatsächlich vom Abstand her näher als derjenige, der neben mir im Doppelbett liegt. Dieses Problem hat man auf der MS Junker Jörg nicht. Freie Sicht aufs Meer. Aufs Meer? Tatsächlich ist die Junker Jörg ein Flusskreuzfahrtschiff, das teilweise auch über die Ostsee fährt. Nachdem es jahrelang auf der Elbe unterwegs war, geht die Route von Stralsund aus zwischen den Inseln Rügen und Usedom ins Stettiner Haff bis nach Wolin in Polen. Nach einem Abstecher nach Swinemünde zur Ostsee geht's wieder zurück. Nach 7 Tagen und Stationen wie Greifswald, Lauterbach auf Rügen und Wolgast werden sie Stralsund wieder erreichen. Und trotzdem wird die Route meist als Flusskreuzfahrt vermarktet. Stralsund Traffic, Junker Jörg, guten Tag. Ja, Palmer Ort 3. Die Entscheidung, sich von der Elbe zu verabschieden, wurde aus der Not getroffen. Wir sind immer gefahren von Hamburg nach Dresden und Dresden wieder nach Hamburg. Wurde auch sehr gut angenommen, weil es zu dieser Zeit keiner gemacht hat. Aber durch die nicht vorausrechenbaren Wasserstände der Elbe mussten wir teilweise viele Reisen absagen. Das war für den Gast nicht gut, für uns war es nicht gut. Hier oben an der Ostsee ist der Wasserstand kein Problem. Eine Woche Kreuzfahrt mit Vollverpflegung gibt's hier ab 999 Euro pro Person. Ein großes Thema der Branche sind inzwischen Programme gegen Lebensmittelverschwendung. Hier an Bord wählen die Gäste schon morgens ihr Mittagessen. So landet am Ende weniger im Müll. Eigentlich bleibt gar nichts übrig, wenn wir kalkulieren, das werke gut aus. Auch wir haben 35 Leute Crew, die müssen auch jeden Tag dreimal essen. So, ja, das geht. Kreuzfahrten gelten in Sachen Klimaschutz als problematisch.
Flüssiggasantrieb wie auf einigen Hochseeschiffen gibt es hier nicht. Auf dem Fluss oder eben wie hier an der Ostsee fährt man nach wie vor mit Diesel. Neuere Schiffe verfügen immerhin über Landstromanschlüsse, damit die Dieselgeneratoren wie hier im Hafen von Stralsund abgeschaltet werden könnten. Doch viele Häfen haben das nicht. So, und ihr bleibt rechts und links stehen. Ja, das reicht auch. Okay, wunderbar. Schenk mir ein Foto. Für die Gäste ist es Zeit fürs Abschiedsfoto. Schon bald wird das Schiff mit neuen Reisenden wieder ablegen. Zurück nach Belgien. Das Luxusschiff hat mittlerweile den Ort Willebrock erreicht. Nächster Programmpunkt für die zahlungskräftige Kundschaft ist die interaktive Schokoladensoufflé-Vorführung der Schiffskonditoren. Für das Soufflé ist es wichtig. Bevor wir das Schiff verlassen, noch ein Blick in die Küche. Auch hier wird einiges geboten. 12 verschiedene Gerichte bietet der Küchenchef zum Abendessen den wohlhabenden Gästen an. Wyant, ist die Suppe fertig? Ja, fertig. Ist gut, sehr gut. Wir setzen auf regionale Zutaten. Unser Budget ist mehr als doppelt so hoch wie bei fast allen anderen Gesellschaften. Dass Pasta, Marmelade und Brot an Bord frisch hergestellt werden, gehört zur Philosophie und wird von der Kundschaft erwartet. Das ist sicherlich sein Geld wert, weil man durchrechnen kann, wo ist jeder Euro geblieben. Also hier macht sich keiner die Taschen voll. Ich muss natürlich als Gast mich fragen, will ich das? Im Preis inbegriffen Chef-Butler Marco und sein Team stehen den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir bieten nicht einfach nur Zimmerservice an. Es geht darum, sich um die Gäste und deren Bedürfnisse zu kümmern. Um es ganz einfach zu machen, was auch immer der Gast benötigt. Er kann uns kontaktieren und wir werden es arrangieren. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Gästeanruf. Schönen guten Abend, Marco hier. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich, Madame. Die Dame wünscht eine Flasche Champagner aufs Zimmer. Eine von Marcos leichtesten Übungen. Schönen guten Abend, ich habe Ihren Champagner. Darf ich Ihnen servieren? Flusskreuzfahrten gibt es für jeden Geschmack und fast jedes Budget. Doch auf dem Fluss sind dem Branchenboom natürlich Grenzen gesetzt. Was sich durchsetzt, entscheiden am Ende die Gäste.